Der Volkslehrer in Dresden. Wir bringen uns gerade in Form, haben auch eine Kapelle dabei, die ein bisschen für die gute Stimmung sorgen soll hier. Denn so ein bedrückter Haufen wie der, der sich hier versammelt hat, naja, kann ein bisschen Aufweiterung gut gebrauchen. Ne? Wir werden gucken, bis jetzt sind ungefähr 2000 Menschen auf diesem Platz. Ich schwenke mal kurz rum. Vielleicht noch weit mehr. Und dort, Kapelle, das sind ungefähr auch, ja, so um die 100. Finde ich gut. Ich hoffe, Sie werden uns gleich auch begleiten auf unserer kleinen Tour durch Dresden. Es werden einige hochkarätige Leute hier sprechen. Ich möchte sie namentlich jetzt gar nicht alle aufzählen, das werde ich alles noch mitbekommen. Unter anderem diverse verurteilte Freiheitskämpfer. Na? Naja, genießen wir erstmal die Stimmung noch hier einen Augenblick, bevor es losgeht, und wir sehen uns. Blockierungen von Straßen und Kreuzungen werden, sofern diese nicht auf verkehrsbedingten Störungen beruhen oder anderen unvorherbaren Tatsachen, die dem Veranstalter nicht zugerechnet werden können, untersagt. Na, dann möchte ich hoffen, dass Sie die Blockierer von der Antifa diesmal wegräumen. Ihnen, Herr Gerhard Ittner, wird es untersagt, als Redner während der Versammlung aufzutreten. Gerb mein herzliches Beileid, aber wie gesagt, viertens, die angezeigten Kundgebungshilfsmittel, Fahnen und so weiter, zwei Lautsprecherfahrzeuge etc. etc. sind von der Polizei überprüft und für ordentlich empfunden worden. Das heißt, ich kann mir den restlichen Abschnitt sparen. Erfüllen also die Auflagen und Vorschriften. Das Tragen von Uniformen und Uniformteilen, insbesondere auch von Springerstiefeln und Bomberjacken, wird untersagt. Versammlungsreden, Sprechchören oder Wiedergabe von Tonträgern haben alle Aussagen zu unterbleiben, die das NS-Regime, seine Organisationen und deren auch selbsternannten Folgeorganisationen sowie verbotene Parteien und Vereine einschließlich der Nachfolge- und Ersatzorganisationen glorifizieren, verharmlosen oder sonst wiederbeleben. Was jetzt mit wiederbeleben heißt, weiß ich zwar nicht, aber nun gut. Achtens. Für die Versammlung wird ein Verbot des Ausschankes und des Konsums von Alkohol in jeglicher Form angeordnet. Hey, wer ist angezeigt? Was? Aber so in erster Linie... Was? Gedenken Dresden. Ich brauche wohl kaum mehr lang auszuholen, was das bedeutet und warum wir hier sind. Es freut mich besonders, dass wir heute eine große Anzahl von Rednern da haben, die teilweise aus sehr großer Entfernung angereist sind. Engländer Richard Edmonds, der von der englischen Regierung eine Entschuldigung für die am deutschen Volk begangenen Verbrechen gefordert und Dresden als genau das bezeichnet hat, was es ist. Als Verbrechen nämlich. Herzlich willkommen, Richard Edmonds. Als nächstes von weiter angereist wird Vitali Keller, ein Russlanddeutscher, ein Gedicht verlesen. Des Weiteren ist in unserer Mitte Axel Schlimper. Nächste ist wieder eine Dame, Lady Michelle Renouf. Auch Roland Wuttke ist hier. Des Weiteren begrüße ich wieder noch einen in Frage kommenden Mann für eventuelle Schwierigkeiten, den Volkslehrer Nikolai Merling. Dann wird zu uns sprechen Frederik Töben. Und zwar... Dann stellen wir den Auflagen vom Formen Zustand her. Uniformteile, Verhummung. Nur David, dann ist er zu holen. Also Uniform. Uniformteile. Aber sie sind keine Sperrverbrecher, die zu Zehntausenden.
Hammer. Ja. Habe die Ehre. Von mir auch. Suchen was, das ist alles geplant. There are people there wearing parts of uniform. And I said, which kind of parts of uniforms do they wear? No, caps. Where are they? Weird. Aber ich sehe hier keinen einzigen Springerstiefel, keine Bomberjacke, ich sehe auch keine Uniforms in there, which I don't. But they don't see masses of illegal immigrants running in. This they don't see, and they don't. Nachdem ich kein Metermaß einstecken habe, hat irgendeine Fahne oder Transparenzstange eine Länge von, eine Höhe von über 2 Meter. Es wurde halt ein Teleskopstab, mal bitte etwas kürzer machen. Jawohl, das ist doch jetzt unter 2 Meter. Ja, runter. Ja, dann sollte sich jemand doch irgendwo in einer dunklen Ecke verstecken und ich sehe seine Springerstiefel nicht, dann kann ich nicht mehr als es zu sagen. Wenn Sie mit solcher Akribie die Grenzen überwachen würden, das wäre schön. Auf was haben Sie denn mit der Polizei? Sie haben keinen einzigen Auflagenverstoß festgestellt, weil keine Auflagen verletzt wurden. Punkt. Und ich bin auch jederzeit gerne bereit, das notfalls gerichtlich auseinanderzusetzen. Es gab hier keine Transparente und Fahnenstangen über 2 Meter und es gab keine Springerstiefel und keine Uniformteile. Ja, naja, dann müssen Sie die Beweise bringen. So ist das halt immer. Das ist doch Willkür! Willkür! Tausende rein und dann macht ihr nichts. Sie haben nur ein Verbot auf dieser Versammlung. Ich bin ja hier nur für das Verlesen der Auflagen zuständig, vorläufig. Ich kann also beim besten Willen keine Strafbarkeitsäußerung machen. Dann frage mich, warum jetzt die zweite Anlage abgestellt. Verstümmelte Körper ertranken im Blut, niemand konnte reagieren. Der entfachte Feuersturm hatte nur ein Ziel, dass Frauen und Kinder krepieren. Ein unfassbares Verbrechen, hinterhältiger Mord, um uns zu richten. Dresden, Hamburg, Berlin. Sie wollten alles vernichten. 1945, Deutschland stand in Brand. Geplündert, geschändet, vergewaltigt das Land. 1945, Deutschland stand in Brand. Die Zerstörung war vollendet. Durch des Feindes Hand. Das war schon klar, als die mit ihren Schlagstöcken und Helmen gekommen sind. Den geplanten Mord an Frauen und Kindern werden wir niemals vergeben. Lichtscheue Kräfte mit vernichtender Macht raubten zigtausenden das Leben. Wir vergessen nie diese widerliche Tat gegen Deutschlands Seele. Ein lichter Tag war dunkler Tag, teuflischer Befehle. 1945, Deutschland stand in Brand. Geplündert, geschändet, vergewaltigt das Land. 1945, Deutschland stand in Brand. Die Zerstörung war vollendet durch des Feindes Hand. Schrien auf vor Schmerz, begraben unter Bergen von Steinen. Zerschlagene Träume, Städte in Schutt. Die Zivilisation, sie stand in Brand. Ein riesiges Opferfeuer in dieser Nacht. Ein Meer aus Flammen, eine sinnlose Schlacht. 1945, Deutschland stand in Brand. Geplündert, geschändet, vergewaltigt das Land.
1945 Deutschland stand in Brand. Die Zerstörung war vollendet durch des Feindes Hand. Deutschland stand in Brand. Geplündert, geschändet, vergewaltigt das Land. 1945 Deutschland stand in Brand. Die Zerstörung war vollendet durch des Feindes Hand. Dieser Stadt und der Untergang der deutschen Städte in den sogenannten Feuersturmen durch Massenbombardierungen mit Phosphorbomben, die dazu führten, dass sich Feuersäulen ergaben, die Menschen innerhalb von Sekunden in Rauch aufgehen lassen, hat nicht nur eine militärische Komponente, sondern auch eine spirituelle. Denn es ist so, jeder Mensch, jeder Organismus ist in sich ein energetisches Wesen. Der Tod bedarf der bewussten Wahrnehmung. Deswegen ist es zum Beispiel so, dass wenn ein Soldat in die Schlacht zieht, dann macht er vorher sein Testament. Es ist also wichtig, dass ein Mensch in seinem Leben vor seinem Tod einen Abschluss findet. Weil im Moment des Todes die Energie, die Gedanken, die Träume, die er in dem Moment in sich trägt, nach dem Verlust des Körpers als energetischer Stempel, energetischer Impuls im Gesamtfeld dieser Erde gespeichert bleiben. Und deswegen ist es immer wichtig, den Tod bewusst erleben zu können. Ist das nicht der Fall? Wenn im Moment des Todes traumatische Anteile mitgenommen werden, dann ist es nötig, dass die Lebenden diesen traumatischen Anteilen gedenken, denn die traumatischen Anteile, die im Feld gespeichert sind, haben keine Möglichkeit mehr, durch Erdkontakt Ausgleich und Aufklärung zu finden. Aus diesem Grund werden zum Beispiel Grabsteine gesetzt. Der Grabstein ist eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, und durch die Nennung des Namens und die Aufmerksamkeit auf den Verstorbenen ist es also möglich, dass sich auch nach dem Tod die traumatischen Anteile ausgleichen können. Ein Volk, was seiner Toten nicht gedenkt, wird diese traumatischen Anteile automatisch unbewusst empfangen können. Man nennt das auch, du bist von allen guten Geistern verlassen. Und deswegen ist es so, dass in dem Moment, wo dieses Gedenken nicht bewusst vorgenommen wird, sich diese traumatischen Anteile automatisch als psychische oder körperliche Belastung auf die Lebenden legen. Denn die traumatischen Anteile, die im Feld gespeichert sind, haben nur die eine Möglichkeit, über die Lebenden durch Erdkontakt Ausgleich zu finden. Und deswegen ist es unsere allerhöchste Pflicht, unsere Toten zu gedenken. Und wir haben hier in Dresden ein Ausmaß an Toten, derer wir gedenken müssen, der die kleine Schar, die das tut, die wir ja sind, vor eine große Herausforderung stellt. Wir, diejenigen, die wissen, unter welchem Hintergrund die Abschlachtung der Menschen in Dresden vorgenommen wurde. Denn es war nicht das Ziel, hier in Dresden den Nationalsozialismus zu besiegen. Es war nicht das Ziel, das Hitlerregime zu besiegen. Sondern das Ziel in Dresden war es, und da gibt es Zitate von Winston Churchill, die Menschen, die hierher aus den Ostgebieten geflohen waren, zu vernichten, um einfach zu verhindern, dass diese Menschen irgendwann wieder die Rückkehr in ihre Heimat fordern können. Es ist also kein militärisches Unternehmen gewesen,
Sondern die Vernichtung Dresden ist Völkermord gewesen. Es ging nicht darum, Dresden zu besiegen, es ging darum, die hier ansässigen, hierher geflüchteten Flüchtlinge, vor allen Dingen aus Schlesien, aus Breslau, zu vernichten, Frauen und Kinder zu vernichten, um zu gewährleisten, dass möglichst wenige Deutsche am Ende übrig bleiben, die eine Rückkehr in die alte Heimat fordern. Und darum geht es. Und das Schwierige ist, dass der Geist dieser Toten, dass diese Menschen, Frauen und Kinder, zum größten Teil nicht bewusst Abschied nehmen konnten. Dass sie Hoffnungen hatten, dass sie weiter mit ihren Gedanken in der alten Heimat waren, dass sie die Flucht erlebt haben und dass sie nicht an einem Punkt waren, wo sie dem Tod aufrecht entgegengehen konnten. Und deswegen sind all diese traumatischen Anteile dieser Toten weiterhin im Feld gespeichert und warten auf den Tag, dass Gerechtigkeit ihnen widerfährt. Und dieser Tag ist bis heute nicht gekommen. Es ist keine Gerechtigkeit wiederhergestellt worden. Die Verantwortlichen wurden nicht zur Verantwortung gezogen, sondern im Gegenteil. Sie können bis auf den heutigen Tag und noch darüber hinaus Lügen verbreiten. Sie können das Ausmaß ihres Verbrechens immer weiter herunterrevidieren. Und sie haben über das Bildungssystem, was von ihnen kontrolliert wird, die Möglichkeit, unsere Jugend so weit in die Irre zu führen, dass sie das Gedenken an die Toten nicht für wichtig erachtet. Und das ist das größte Problem für unser Volk, weil das zerstört unser Volk geistig. Und das sehen wir jeden Tag. Wir sehen jeden Tag diese irregeleitete Jugend, die hier nichts Besseres zu tun hat, als gegen uns und gegen das Gedenken aufzutreten, die Veranstaltungen zu stören. Und die daran seelisch allergrößten Schaden nehmen wird. Und das ist damit wird das Verbrechen von Dresden immer weitergeführt in die nächsten Generationen. Und die nächsten Generationen werden daran einen schweren psychischen, seelischen Schaden nehmen. Deswegen ist es unsere wichtigste Aufgabe, dieses Gedenken zu erhalten und das Gedenken weiterzuführen. Und ich möchte euch, die es noch nicht wissen, bekannt machen. Es gibt jetzt seit einigen Jahren in Thüringen, nördlich von Weimar, in dem kleinen Ort Gutmannshausen, die erste würdige Gedenkstätte für 12 Millionen zivile deutsche Opfer. Es ist kein Kriegerdenkmal, sondern es ist ein Denkmal ausschließlich für die zivilen Toten des Zweiten Weltkrieges. Und in dieser Gedächtnisstätte in Gutmannshausen findet jeden Monat eine Gedenkfeier zu Ehren uns dieser 12 Millionen Toten statt. Es ist ein Steinkreis, Kreuz und Kreis. In diesem Kreis stehen 12 Granitstelen, die an die einzelnen Opfergruppen erinnern, an die Vertriebenen, an die untergegangenen Schiffe, an die in Kriegsgefangenschaft gestorbenen deutschen Soldaten. Und ein Stein trägt die Inschrift den Opfern des Bombenkrieges. 700.000 Tote, Millionen Verwundete. Wie viele starben? Wer kennt die Zahl? An deinen Wunden sieht man die Qual der Namenlosen, die verbrannt durch Höllenfeuer aus Menschenhand. Dies ist die Inschrift auf dem Heidefriedhof in Dresden.
das Weinen verlernt hat, der lernt es wieder beim Untergang Dresdens. Ich habe den Untergang Dresdens erlebt, ich weine. Gott möge die Menschen mehr lieben, läutern und klären zu ihrem Heil als bisher. Gerhard Hauptmann, 1945. Einmal im Monat findet dort in Gottmannshausen diese Gedenkfeier zu Ehren unserer Toten statt. In der Mitte dieses Steinkreises steht ein Obelisk. Und wenn wir in diesen Steinkreis treten und unsere Aufmerksamkeit auf das Leid dieser 12 Millionen Toten richten, dann kann die Energie dieser Toten, die nach wie vor durch mangelndes Gedenken gespeichert ist, dort in Verbindung zur Erde eingehen und dann kann Heilung entstehen. Und dann kann auch unser Volk geheilt werden von den traumatischen Anteilen der Vergangenheit. Und dann, wenn diese Heilung erfolgt ist, und dazu bedarf es noch weiterer Anstrengung, denn 12 Millionen ist eine riesige Zahl und es bedarf wirklich einer starken Aufmerksamkeit, um diese Energie dort bündeln zu können. Wenn dies geschehen kann, dann ist es auch wieder möglich, dass unser Volk sich selbst wiederfindet und in eigenem Selbstbewusstsein und zu eigener Ordnung wiedererstehen kann. Denn die Toten von gestern sind die Lebenden von morgen. Das ist das Gesetz der Wiederkehr. Und dieses Gesetz haben wir zu achten und zu ehren und haben uns immer wieder in diese Energie zu begeben. Ansonsten werden wir sang- und klanglos verschwinden. Wie oft hatte ich schon den gleichen Traum? Auf einem toten Acker stand ein zerschossener Baum. Es ist, als spreche er zu mir. All die Toten, die hier liegen, sind noch immer hier. Glaubt ihr, sie sind gegangen, auf Nimmerwiedersehen? Sie werden auferstehen, sie werden auferstehen. Solange deutsche Herzen schlagen und Nordlands Winde wehen, sie werden auferstehen, sie werden auferstehen. Dann stehen sie vor mir, ein graues Heer, mit zerlöchertem Helm, geschultertem Gewehr, mit zerrissener Uniform und blutigem Gesicht. Wir starben für euch, vergesst uns nicht. Glaubt ihr, sie sind gegangen, auf Nimmerwiedersehen? Sie werden auferstehen, sie werden auferstehen. Solange deutsche Herzen schlagen und Nordlands Winde wehen, sie werden auferstehen, sie werden auferstehen. Sie sind für immer in unseren Herzen und ihre Schmerzen sind unsere Schmerzen. Doch der Ruhm, der bleibt, Schmerzen vergehen. Es kommt der Tag, an dem sie auferstehen. Glaubt ihr, sie sind gegangen, auf Nimmerwiedersehen? Sie werden auferstehen, sie werden auferstehen. Solange deutsche Herzen schlagen und Nordlands Winde wehen, sie werden auferstehen, sie werden auferstehen. Glaubt ihr, sie sind gegangen,
auf nimmer Wiedersehen. Sie werden auferstehen, sie werden auferstehen. Solange deutsche Herzen schlagen und Nordlands Winde wehen, sie werden auferstehen, sie werden auferstehen. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda, 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 es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Axel, für diese wirklich bewegenden Worte. Das war ganz stark. Und ich habe das auch in euren Gesichtern gesehen, wie das bei jedem was bewegt hat. Das ist genau das, weswegen wir hier sind. Dass wir wieder in uns etwas bewegen. Und ich habe auch meinen Freund Maurice, ein bisschen angeschaut, der mich schon immer begleitet auf Schritt und Tritt und auch in Lüneburg war. Und ich meine, auch in seinen Augen habe ich es blitzen sehen. Stimmt's, Maurice? Ja, er ist Berichterstatter. Ja, wir sind ja für eine freie und offene Presse und er erstattet Bericht für alle. Und auch die freundliche Dame, die jetzt irgendwie nach da hinten, ach ja, vorne, hallo, ich kenne ihren Namen nicht, aber auch sie ist immer auf meiner Spur und das finde ich ganz großartig. Danke, herzlich willkommen hier in unserer Runde. Ja, ich bedanke mich bei allen, die hergekommen sind, aus nah und fern. Ich bedanke mich bei den Dresdnern, die vielleicht heute noch spontan gesagt haben, Mensch, ich komme mal vorbei. Bei allen, die es schon lange vorhatten. Bei allen, die mit mir auch in regem Kontakt standen und auch über Nacht bleiben werden. Bei allen, die lange Jahre schon hierher kommen. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier, denn ich war früher auch eher auf der Seite da hinten. Ich war auch auf Demonstrationen gegen Grenzen. Ja, no border, no nation, no deportation habe ich auch mal skandiert. Und das war aber auch die Zeit, wo ich viel gefeiert habe, wo ich viel gesoffen habe, wo ich viel geraucht habe und wo ich mir viele Pornos angeschaut habe. Kurz, eine Zeit, in der ich nicht wirklich bei mir war. Ich schicke euch ein paar Links mal, wenn ihr möchtet. Das, was ich eben alles genannt habe, ist alles schlimm. Die Dosis macht das Gift und sicherlich geht einiges auch zu einiger Zeit mal. Aber in dem Maße, in dem das viele meiner Generation betreiben, also jetzt, was ich eben genannt habe, ja, das ist schlimm und das trennt uns von uns selbst und es trennt uns auch von unserer Vergangenheit, von unserer Herkunft. Denn wir sind immer im Außen dadurch. Wir kehren nicht mehr in uns. Und das sind jetzt Qualitäten, die ich erst zu entdecken beginne seit einiger Zeit. Bei mir liegt es noch nicht so lange zurück, dass ich ja aufgewacht bin. Nur das Wort passt eigentlich, denn jetzt betrachtet ist das, was ich früher gelebt habe, mit einem Traum zu vergleichen, der vielleicht auch mal ganz angenehm war und wo immer auch schon was Gutes durchschimmerte, wo auch vieles gut war, keine Frage, aber es war halt nicht bewusst. Und das jetzt bewusst zu erleben, das ist so eine große Qualität. Und ich bin so dankbar, dass ich das in meinem Leben jetzt auch ja, erreichen konnte. Denn es geht mir so gut, wie es mir noch nie ging. Und es geht mir besonders gut, seit ich aus der Schule, naja, freigestellt wurde. Der Berliner Kurier, glaube ich, war es. Der hat so schön getitelt, Berliner Nazi-Prediger, jetzt hat er Hetze frei. Und ich nutze dieses Hetze frei sehr ausführlich zur Hetze. Ich hetze also jeden Tag und viele von euch verfolgen das ja auch auf meinem YouTube-Kanal, wie ich hetze. Und seit ich hetzefrei habe, und daher weiß ich, dass es gut ist, hetzefrei zu haben,
habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Ich war tatsächlich geplagt über mehrere Jahre von chronischen Rückenschmerzen in der unteren Lendenwirbelsäule. Ich kann mir denken, viele von euch kennen das, vielleicht auch nicht, das würde auch für eure Gesundheit sprechen. Ja, aber das ist nicht schön, wenn man erstmal aufsteht und sich dann so, naja, und auch immer so ein bisschen nach vorne gebeugt gehen muss. Und das ist jetzt weg. Ich gehe jetzt aufrecht. Und dieses Aufrechtgehen, das habe ich auch vor allem dem zu verdanken, dass die Schuld von meinen Schultern gerutscht ist. Die Schuld, mit der ich aufgewachsen bin, die mir aus jeder Ecke eigentlich entgegensprang, die mich aufgelauert hat, wo ich war, ob ich Zeitung gelesen habe, ob ich ferngesehen habe, ob ich mit meinen Freunden gesprochen habe, meiner Familie. Alle haben diese Schuld so in sich gehabt. Und es war für sie so identitätsstiftend und fast schon eine Monstranz, die sie vor sich hergetragen haben und die ja niemand nehmen sollte. Und auch ich war von dieser Schuld wirklich niedergedrückt. Seitdem ich aber mich gebildet habe und Dinge gelesen habe, die ich nicht lesen durfte, ja, ich glaube, viele lesen mitunter Dinge, die sie nicht lesen dürfen. Darüber schweigen wir aber. Aber das hilft. Das ist eine Medizin. Und mit allen, mit denen ich darüber spreche, die Ähnliches getan haben wie ich, die bestätigen mir das, wie sie auf einmal wieder bei sich sind. Und dadurch kommen Gemeinschaften zustande, die geprägt sind von Liebe und von gegenseitiger Achtung und wo es nicht darum geht, irgendwelchen Schemen zu entsprechen, irgendwelche Worthülsen zu skandieren wie da drüben. Denn das schafft denen ihre Gemeinsamkeit. Das brauchen wir alles nicht. Deswegen war es auch völlig obsolet, was hier vorgelesen werden musste, ja, dass wir uns nicht in Sprechchöre einfinden. Das brauchen wir nicht. Allein dadurch, dass wir hier sind und dass wir alle diesem, ja, ich nenne es einfach jetzt, diesem deutschen Geist folgen, sehr schön, diesem aufrechten, klaren. Ja. Dadurch verstehen wir einander und dadurch sind wir einander nah. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, gestern auch. Ich kannte keinen einzigen von denen, die ich gestern getroffen habe, persönlich, und auch heute. Aber ich merke gleich, es ist eine Verbundenheit da. Und was auch viele beschreiben, dass diese Verbundenheit wächst. Dass es immer mehr werden, die sich einreihen in unseren Kreis. Und auch wenn jetzt hier vielleicht noch nicht die 5000 sind, die vielleicht nächstes Jahr hier sein werden. Aber sie sind doch als Schläfer überall schon bereit, auch dazu zu stoßen. Wenn wir mit Leuten sprechen, wir merken das ja, das Bewusstsein, das wächst langsam. Und die Bereitschaft, etwas zu tun und nicht länger zu schweigen, die wächst und die wird stärker. Das nehme ich wahr in den E-Mails, die ich empfange, in den Kommentaren unter meinen Videos, aber eben auch im direkten Gespräch mit den Menschen. Das, was damals versucht wurde, den deutschen Geist zu vernichten, das hat nicht funktioniert. Und es wird nie funktionieren. Der Geist ist in uns. Und er kommt zum Vorschein. Und deswegen ist es uns auch ganz egal, was die Damen und Herren Ordnungshüter uns hier für Steine in den Weg legen möchten. Oder was von da hinten immer wieder gerufen wird. Oder was meine beiden Freunde aus Berlin demnächst schreiben werden. Das spielt keine Rolle. Das macht uns nur noch stärker. Denn dadurch wird deren seelische Verfassung deutlich. Und unser Mitleid mit denjenigen, das wird dadurch vergrößert. Und ich bete für alle, die auf der Gegenseite sind. Und die über uns schreiben werden oder die über uns geschrieben haben oder die uns anschreien, dass sie auch Teil von dieser Gesundung haben werden eines Tages. Yeah. Denn sie sind nicht unsere Feinde. Sie verhalten sich manchmal vielleicht wie unsere Feinde, aber sie sind auch ein Teil unseres Volkes. Viele jedenfalls. Ja, ich komme aus einem sehr linken Umfeld und es tut mir weh, wie die Menschen, mit denen ich früher ganz nah war, wie sie
sich jetzt entfernt haben, ja, weil ich mich entfernt habe. Und ich bete für sie, für meine Freunde, für meine Eltern, dass sie eben auch dahin kommen, wo ich bin, wo ihr seid und wo auch alle wahrscheinlich sind, die jetzt gleich noch nach mir sprechen werden. Und damit möchte ich jetzt auch das Mikrofon freigeben und eine kleine Ansage vorher noch. Im Anschluss an die Kundgebung. Ich weiß nicht genau, ob wir gleich noch um die Häuser ziehen werden. Also wir werden gleich noch um die Häuser ziehen und kommen dann wieder hierher. Im Anschluss daran gehen wir zu dem Hotel, zu dem Hostel, was ich gebucht habe. Dort haben wir einen Raum, wo wir uns noch treffen können und ein bisschen miteinander sprechen können. Und da sind natürlich alle eingeladen, auch die, die nicht da ein Zimmer gebucht haben. Ich bin gespannt, wie viele da reinpassen. Für Getränke und für etwas zu essen ist dort gesorgt. Das haben wir den zahlreichen Spendern zu verdanken. Und jetzt nochmal ein Applaus für alle, die mir Geld gespendet haben, was ich natürlich auch für unsere Zwecke einsetze. Denn Geld ist auch nichts anderes als Energie. Also im Anschluss gehen wir gemeinsam dahin, bitte nicht alleine, denn wir wissen nicht, wer uns unterwegs vielleicht noch so begegnet. Und damit danke ich euch und werde übergeben. Danke. So, jetzt stehe ich hier wieder als Volkslehrer, der eine Arbeit verliest. Allerdings ist das nicht mein Schüler. Ich könnte sein Schüler sein. Ich lese ein Grußwort vor von Frederick Toben aus Australien. Frederick Toben, ein Geschichtsforscher, schon lange sehr aktiv. Ich weiß gar nicht genau, ob der vielleicht auch jemals ein verbotenes Buch gelesen hat. Und er hat Grüße übermittelt, die ich jetzt vorlesen möchte. Während angebliche Untaten der Deutschen mit zunehmender zeitlicher Entfernung vom Geschehen ins Angemessene wachsen, schrumpfen die Verbrechen der Gegner an den Deutschen zur Bedeutungslosigkeit. Deshalb noch unverständlicher sind Behauptungen des Dresdner Oberbürgermeisters Dirk Hilbert durch Dresden sei ein Opfermythos entstanden und Dresden sei keine unschuldige Stadt gewesen. Man fragt sich, sind solche Deutschen noch bei gesundem Menschenverstand? Nein, keine Deutschen. Die Medien unterstützen diese Verfälschung der Geschichte täglich. Und die wahren historischen Geschehnisse werden unserer Jugend aus politischen Gründen verschwiegen. Diese eingepflanzten Lügen und Schuldgefühle haben den Deutschen das Recht zur Existenz zerstört. Lasst uns heute unsere Opfer von Dresden, aller deutschen Bombenopfer, des wahren Verbrennens gedenken. Wir müssen die Hoffnung bewahren, dass eines Tages den Deutschen Gerechtigkeit zukommt. Frederick Toben. Als nächstes kündige ich einen Herrn an, der, wie vorhin schon angekündigt, uns mit einem Gedicht erfreuen möchte. Vitali Killer, bitte nach vorne. Danke schön. Sehr gut gesprochen. Ja, und da hast du so eine Menge zu sprechen. Hast du das gesehen, gehört, dass meine Name so komisch oder tragisch fliegt. Aber ich trage diesen Namen, meine Ahnen tragen diesen Namen schon 640 Jahre. Das ich nur, dass ich weiß. Also der älteste war Albert von Killer, der gefallen ist in die Schlacht unter den Reutlingen. Also von diesem Tag, von dieser Zeit trage ich meinen Namen. Und die änderte nicht. Weil Englisch war wahrscheinlich in Deutschland damals nicht bekannt. Also ich habe ein Gedicht geschrieben. Das heißt, der schwarze Tag von Dresden. Wein Deutschland. Heute ist der schmerzenhafte Tag. Nur für jeden, der als Deutscher ist geboren. Nach alliierten Plan war es getan.
die schönste Elber Stadt total zerstören. Die Stadt war friedlich, weit vom Front entfernt. Sie konnte Flüchtlingen die Atempause geben, bieten, wie Churchill, wie der Devil ihm gelernt. Gerade da hat Massenmord geerntet durch Bombenfeuersturm, Erfindung bösen Briten. Es passt nicht rein in menschlichen Verstand, Ruinen, Rauch und Asche, so erschreckend. Die Leichenberge wurden zwar verbrannt, die Feuer brennt noch jetzt in tiefstem Herzenecke. Ich rufe nicht zum völkerfremden Hass. Wir kämpfen gegen unverschämte Lüge. Das Dresden ist die Stadt des echten Holocaust und großer Geist der Wahrheit für Betrüger. Und solange diese Prüfung nicht oder solange nicht die Personalien von den betreffenden Personen aufgenommen wurden, kann der Kundgebungszug sich nicht in Bewegung setzen. Stasi! 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 Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang, sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang. Uns zu ihrer Tage reisen, unser ganzes Leben lang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühen Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühen Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Denn wenn die Polizei schon beim Singen der Nationalhymne uns die Anlage ausschaltet, dann muss irgendwas gelaufen sein, was dieses System maßgeblich beeindruckt hat. Und dafür können wir jetzt schon stolz auf uns sein. Jawohl! Leute, in welcher Situation wir uns befinden, wenn es eine Polizei beim Singen der Nationalhymne den Strom einschaltet, das ist einmalig in der Welt. Das gibt es nirgendwo. Ich schlage vor, dass wir jetzt gemeinsam dahin gehen. Denn dann können uns auch die anderen nicht so viel nerven. Ja. Wir gehen jetzt durch die Hauptstraße runter zum Hauptbahnhof und dann zu diesem Hostel. Und ich hoffe, wir können in diesen Raum rein. Er fasst vielleicht 100 Menschen. Naja, wir drängeln halt ein bisschen. Ja? Also, wohl an! Wohl an! Du bist sehr schade. Es gibt doch noch einen Eintrag ins Klassenbuch hier. Ja, hoffentlich. Da draußen, dann hinten durchs Wohngebiet. Und sind Sie mit dabei? Oder sind wir da alleine? Da hinten sind Kräfte. Darum geht es daraus, weil da hinten Kräfte sind. Okay, und die kommen auch mit? Die sind überall verteilt. Super, genau. Dankeschön. Ich würde mal sagen... Und bitte nicht ganz so geschlossen, ne? Ein bisschen vereinzelt, ne? Weil wir wollen ja keinen Demozug. Ja, jetzt passen Sie mal auf. Wenn ich bitte mal alle wieder zurück zum Postplatz. Vielen Dank. Ich weiß ja nicht, was heute passiert. Danke für die Einladung. Dankeschön. Danke für die Unterstützung.
Je skurriler das Ganze wird, umso offensichtlicher wird es für den Platz. Es ist wahnsinnig skurril. Ja. Die wollen, dass wir uns mit der Antifa jetzt schlagen oder von denen schlagen lassen. Garantiert. Vielleicht wollen die das. Das kann sein. Ja, vielleicht möglich. Würde ich da sagen, die Jüngeren nach vorne, die Älteren nach hinten und dann können wir loslegen. Wieso? Also ich so, ja. Aber nicht die Kinder. Ich habe schon vorsorglich als Pfefferspray angepackt. Ja, sicher, ne? Ja. Dann gehen Sie vom Auto weg. Sie wollten hier zur Demo, jetzt gehen Sie. Ja, aber die Demo ist doch aufgelöst. Sie können individuell nach Hause gehen, Gruppen von maximal 5 Leuten. Ja, da verkloppt uns die Antifa. Meine blöde Frage. Ich wurde gerade eben nochmal gesagt, nee. Gruppen von 5 Leuten können individuell hier gehen. Dienen durch Freundschaft. Ist ja Wahnsinn. Dienen durch Freundschaft. Dürfen wir nicht ins Land laufen, da ist... Danke! Gut, dann gehen wir in die Richtung. Mal sehen, was passiert. Nazis von der Straße fegen! Wir müssen irgendwie noch da. Übers Rätsel Schloss irgendwo hier durch und dann Richtung Post, Richtung Bahnhof dann. Müssen okay. Wir dann hier. Kannst du dich hier aus irgendwie? Ich kenne mich aus, ja. Oh, da kommen wir hier. Die Polizei richtet sich an alle Personen, die hier belasten, so wenig zu können, in der Führung zu bleiben und auch die Polizeibeamten zuhören, den Anforderungen nachzukommen. Wir rufen dabei, wir rufen alle Personen hier auf, diesen Platz nicht mehr zu verlassen und den Anweisungen der Beamten hier Folge zu leisten. Endlich Durchsage. Jetzt wurden wir eingekesselt quasi. Wir dürfen diesen Platz nicht verlassen, wie es aussieht. Ich wiederhole meine Informationen auch nochmal an alle Personen, die jetzt erst hier diesen Platz erreichen. Wir fordern Sie auf, hier zu bleiben, diesen Platz hier nicht mehr zu verlassen und den Anweisungen der Beamten hier Folge zu leisten. Das ist Freiheit. Ja, das ist ein Astreiner Kessel, würde ich sagen. Deswegen sind wir eigentlich hier. Wir wollten der Toten gedenken, richtig? Deswegen sind wir hier. Und was haben wir jetzt? Wir sollten uns hier fangen. Wir haben einen Grund erklärt, das ist Deutschland, 2018. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Das gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Ihr alle seid Deutschland. Nee, seid ihr nicht. In Ordnung. Ach, ich muss da stehen. Ich war zu dicht an der Polizeikette. Okay, das kann ja passieren. Ist denn hier ein Deeskalationsteam anwesend? Keine 5 Meter von dem Platz. Also, aber keine Ahnung. Wir sind in einem Pulk. Ja. Getrieben in einer Größe, zusammenzustehen. Der Kollege hat es in der Klasse. Dort im Kleid. Aber es ist immer so hier wärmer. Und wir müssen dann unterschreiben. Wir haben gesessen. Akkurat eingekesselt. Weißt du, wie lange? Nimm den goldenen Ring von mir, dam dam, dam dam,
bist du traurig, dann sagt er dir, dam, 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 dam. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei. Doch wir sind uns. Sie sagten eben zu uns, sie wollen uns in der Kleingruppentechnik zu unserem Hostel oder sonst wohin bringen. Dann müssen immer fünf zusammen unter Polizeischutz weggehen. Ich frage mal, ob ich das richtig verstanden habe. Haben die irgendwie nichts zu tun, als die um uns zu tun? Die doch, die sind hier für unseren Schutz. Doch, ich denke, das ist Einschüchterung. Ja. Die wollen Einschüchtern, die wollen uns sagen, dass wir das unterlassen sollen. Was dass wir, also, das, was wir gemacht haben. Die wollen das, was unser gutes Recht ist. Die wollen einfach, dass wir uns nicht zusammen finden. Das ist viel einfacher. Genau. Und vorher haben sie gesagt, keine Gruppen bilden, die größer als 5 sind. Ja, ja. Und jetzt haben sie uns so richtig zu einer ganz großen Gruppe gemacht. Ja. Also die haben heute mehr von Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi, leb wohl, kleines Madel, leb wohl, ja, wenn das Schifferklavier an Bord ertönt, ja, dann sind die Matrosen so still, ja, so still, weil ein jeder nach seiner Heimat sich sehnt, die er gern einmal wiedersehen will.